Also was sie auf jeden Fall so jetzt positive Nebenwirkung war, auf jeden Fall, dass die Mitarbeitendenzufriedenheit gestiegen ist. Also das haben wirklich alle gesagt, dass halt einfach dieses große Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf jeden Fall sich zu teilen erleichtert hat. Vielleicht ist es eigentlich das Bessere, dass die Zufriedenheit steigt dadurch, dass Menschen flexibler arbeiten können, dass sie vielleicht mehr auf ihre Bedürfnisse eingehen können. Wenn ich flexibler werde und bin, wann ist Arbeitszeit, also die Arbeitszeit wird schnell zur Lebenszeit und die Lebenszeit wird schnell zur Arbeitszeit. Wann ist Freizeit, wann ist Arbeitszeit oder wer bin ich wann? Wo die meiste Unterstützung so gewünscht war, war eigentlich, dass innerhalb der Organisation eine höhere Offenheit und Akzeptanz auch da ist dafür. Das heißt nicht gleich, es ist formal möglich, dass es auch umgesetzt wird. Ihr hört das Community-Radio von Expedition Arbeit, dem Netzwerk zur Gestaltung der Arbeitswelt. Jeden Montag erscheint dieser Podcast und präsentiert Nachrichten und Meinungen aus der Welt der Arbeit und Zusammenarbeit. Mehr Informationen findet ihr unter expedition-arbeit.de und bei LinkedIn. Und jetzt am Mikrofon Florian Stettler. Hola, Expeditionistas. Ich hoffe, die Lage ist ausreichend klar. Mehr wollen und können wir ja in diesen Zeiten kaum noch verlangen. Mögen euch möglichst viele positive und inspirierende Überraschungen ereilen bei der Arbeit mit euren Freunden und Familien. Das wünsche ich euch jetzt einfach mal. Und habe heute passend zum Thema Nichts ist mehr normal einen Beitrag im Gepäck, bei dem ich mich letztens in freudscher Manier vertippt habe. Hybrid Work habe ich geschrieben, also Hybrid mit P wie Paula. Eine Verballhornung des Mode- und Trendworts Hybrid und Hype. Denn fast wäre ich geneigt zu sagen, Hybrid ist das neue Agil. Aber dann gibt es ja noch Metaverse und ChatGPT-3. Die kämpfen ja auch um den Titel Buzzword des Monats. Bevor ich aber allzu sehr abschweife, schlage ich vor, entscheidet doch einfach selbst, wie ihr mit Trends, Hypes und Buzz umgeht. Wir von der Expedition suchen einen schlauen Mittelweg, so eine Mischung aus skeptischem Hinterfragen, auf die Schippe nehmen, den Sinn in so manchem modischen Unsinn verstehen und neugierig nach Antworten auf unsere zentrale Frage suchen. Und diese Frage lautet, was könnte von all dem zu mehr wirksamer Arbeit beitragen? So geht es im heutigen Interview von Julia Henke, ihres Zeichens Organisationsentwicklerin und Mitglied unserer Community-Redaktion, und Julia auf dem Berge, Soziologin und Mitarbeiterin der Thales-Akademie, um das Thema hybride Arbeit, deren Risiken und Nebenwirkungen und die Ergebnisse einer Masterarbeit zu diesem Thema. Wenn ihr also, wie so viele Teams, Abteilungen oder ganze Unternehmen damit beschäftigt seid, wie man sich gemeinsam auf die ja tatsächlich sichtbaren Veränderungen einstellt, dann bekommt ihr in dieser Sendung 168 des Community-Radios von Expedition Arbeit einen Audio-Beipackzettel mit Hinweisen zu flexiblem Arbeiten, Problemen der Entgrenzung von Arbeit, Schutzräumen für Workaholics und Burnout-KandidatInnen und wie sich Führung konkret auf die neuen Gegebenheiten einstellen kann. Ich wünsche euch also viel Spaß und begleitende Erkenntnisse. Hier kommen Julia und Julia mit einem Gespräch über Krisenbewältigung und Normalitätssuche. Expedition Arbeit. Expertengespräche. Menschen, die Arbeit sinnvoller und wirksamer machen. Hallo Julia, herzlich willkommen im Community Radio von Expedition Arbeit. Hi Julia. Wir haben uns ja 2021 kennengelernt bei einer Online-Veranstaltung zum Thema Selbstorganisation. Du damals noch mitten in deiner Masterarbeit und ich in den Startlöchern zu meiner Selbstständigkeit. Und jetzt treffen wir uns wieder. Du hast dein Studium in Soziologie mit dem Schwerpunkt Organisations- und Arbeitssoziologie an der Uni in Freiburg mit dem Master abgeschlossen und bist heute bei der Thales Akademie als Projektmanagerin im Bereich Marketing und Kommunikation beschäftigt.
Ich habe dich heute eingeladen, weil ich mich total gerne nochmal mit dir über deine Masterarbeit unterhalten möchte, denn die trägt den Titel Flexibles Arbeiten während der Corona-Pandemie am Beispiel einer großen Organisation. Und das finde ich natürlich sau spannend und ich denke viele unserer Hörerinnen und Hörer auch. Du hast dafür eine Reihe von Interviews mit Führungskräften geführt und gemeinsam mit quantitativen Befragungsdaten ausgewertet und mithilfe der Ergebnisse anschließend Gestaltungsideen für das zukünftige Arbeiten innerhalb der Organisation. Und darüber würde ich mich gern heute mit dir unterhalten und freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch, da zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Vielleicht kannst du am Anfang mal vorstellen, was dich überhaupt dazu motiviert hat, genau dieses Thema zu wählen und wie du deine Arbeit aufgebaut hast. Genau, die Ursprungsidee war eigentlich so 2020, als halt die Corona-Pandemie schon mitten drin war und ich irgendwie dachte, okay, eigentlich ändert sich gerade alles. Also ich hatte damals einen Werkstudijob und habe in dem gearbeitet. Dann ging es auf einmal darum, okay, ich arbeite jetzt von zu Hause und wie machen wir das alles? Also generell diese Unsicherheitsfaktor Corona war irgendwie groß, also bei mir, in meinem Umfeld generell, also bei allen Menschen. Dadurch, dass ich ja eben so meinen Schwerpunkt auf die Arbeit und die Organisationssoziologie gerichtet habe, war es dann auch irgendwie schnell klar, dass ich zu dem Feld irgendwas machen möchte, weil das so ein krasser Einschnitt für unsere Arbeitswelt auch irgendwie war, dass wir uns komplett neu umstrukturieren müssten, dass es auf jeden Fall auch was mit den Organisationen macht, in denen wir als Mitglieder irgendwie sind und irgendwie tätig sind. Und da war dann irgendwie klar, okay, jetzt welche Organisation? Dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe dann da auch eine gefunden mit 2.000 bis 3.000 Mitarbeitenden, die auch tatsächlich schon eine Mitarbeitendenumfrage gestartet hatte. Und da war ich so, okay, super, dann habe ich quasi eine Möglichkeit, eine Mixed-Method-Methode zu machen. Also das heißt sowohl quantitative Daten, das waren dann ungefähr 220 befragte Führungskräfte, und dann aber auch nochmal einen Schritt zurückzugehen oder ein bisschen tiefer rein und zu sagen, okay, ich interview tatsächlich nochmal sieben Führungskräfte aus der Organisation über unterschiedliche Tätigkeitsbereiche hinweg, Abteilungen. Und das war so der Anfang, dass ich irgendwie wusste, okay, das ist so mein Ziel, dass ich irgendwie schauen möchte. Wann war das dann? Wann hast du es gemacht? Genau, also 2020 kam so die Idee und die Erhebung, die war von Februar bis März 2021. Das heißt, meine Zeitspanne, die ich mir angeschaut habe, war quasi die Zeit, war anfänglich Corona, wo die Führungskräfte natürlich retrospektiv natürlich auch berichtet haben, bis Standpunkt März 2021. Das heißt, ging jetzt nicht darüber hinaus. Ich hatte aber auch einen Teil meiner Arbeit, wo ich sie auch ganz klar danach gefragt habe, welche Zukunft seht ihr in eurer Organisation für dieses Modell flexibles Arbeiten? Also was braucht es dann vielleicht oder wie müsste das aussehen, damit es zukunftsfähig eben ist? Und ich habe aber auch tatsächlich am Anfang oder besser gesagt in den Interviews dann nochmal rausgearbeitet, auch welche Unterschiede, also wie wurde davor, vor Corona auch flexibles Arbeiten gelebt? Weil es gab schon eine Dienstvereinbarung, dass mobile Arbeit auf jeden Fall oder flexible Arbeit möglich ist. Und da war es vor allem halt noch Telearbeit. Und dieses neue mobile Arbeit, das kam dann eben noch obendrauf oder besser gesagt noch dazu. Genau. Und vom Aufbau von meiner Arbeit her habe ich natürlich erstmal versucht, das so ein bisschen zu kontextualisieren, also einen Hintergrund zu schaffen. Da waren so meine drei Bereiche einfach einmal die Arbeit und Arbeitswelt im Wandel generell sich anzuschauen. Also was macht technischer Fortschritt, also die Nutzung von Informationstechnologie und dass dadurch eben vermehrt Flexibilisierung überhaupt möglich wurde, also dass die Technik was Neues möglich macht. Und dann eben die drei Rubriken Flexibilisierung, Entgrenzung und Subjektivierung, die alle so ein bisschen zusammenhängen. Genau. Und am Ende noch eben, was es auch neue Anforderungen an Führung braucht oder neue Führung, wenn man ins digitale Feld eben wechselt. Und ich habe eben mit der Grounded Theory gearbeitet. Also das ist einfach eine Art und Weise, soziale Phänomene zu betrachten. Und hast du dann... Also diese Feststellung, das haben ja viele gesagt, irgendwie Corona war dann wie so ein Katalysator, der sozusagen die Dinge, die sich vorher abgezeichnet haben, aber die nicht so richtig, eigentlich noch gar nicht so richtig in Gang gekommen sind, dann plötzlich gepusht hat. Kannst du das teilen? Wurde das denn überhaupt nachhaltig gepusht? War das nur ein kurzer Moment? Wie ist da so deine Einschätzung?
Genau, also ich kann ja von meinen Befragungen einfach ausgehen, von meinen Interviews, und da waren sich eigentlich die Führungskräfte relativ einig, dass es halt diese Notsituation Dinge sichtbar gemacht hat, die davor vielleicht auch schon da waren, aber eben, also der Trend da war, aber halt eben noch nicht umgesetzt wurde. Und dadurch, dass es umgesetzt werden musste, ging das natürlich alles viel schneller. Also das wäre vielleicht das, was du jetzt gerade als Katalysator nochmal bezeichnet hast. Also dass halt auch in dem Zuge natürlich auch problematisch oder Herausforderungen schneller sichtbar wurden. Eigentlich, ich habe es in meiner Arbeit auch Risiken und Nebenwirkungen genannt. Also Nebenwirkungen, sowohl positive als auch negative. Und dass halt eben dieser Beipackzettel kontinuierlich eigentlich auch erweitert werden muss, dadurch, dass ich einfach, so dass ich eben durch meine Daten, die ich erhoben habe, auch einfach nochmal gemerkt habe, okay, das treibt die Leute voll um, das war vielleicht vorher schon da, vielleicht Ängste, wie gehen wir dann um mit Führung, und dass es jetzt auf einmal halt wirklich präsent war. Also dass man sich davor vielleicht schon, ja, es war formal möglich, aber eigentlich hat es niemand genutzt. Und jetzt müssen es alle nutzen. Das heißt, es ist eine Pflicht, da sich damit auseinanderzusetzen. Was heißt es für mich als Führungskraft, jetzt damit umzugehen? Das ist auf jeden Fall ein total spannendes Thema. Und das ist dann wahrscheinlich nochmal so, weil du ja auch gesagt hast, okay, dann hast du sozusagen diese Teilbereiche, gerade Flexibilisierung, aber eben auch Entgrenzung, die angeguckt. Da sind wir dann wahrscheinlich genau an dem Punkt, ne? Risiken und Nebenwirkungen. Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, was so deine Hauptbeobachtungen waren. Also in Bezug auf das, was mitgeteilt wurde, retrospektiv. Okay, welche Veränderungen sind denn überhaupt eingetroffen? Was wurde denn da plötzlich überhaupt so sichtbar? Und dann im Weiteren ja, okay, mit welchen Themen müssen wir uns denn jetzt eigentlich auseinandersetzen? Genau, also ich würde vielleicht noch mal kurz die Unterscheidung machen zwischen der Mitarbeitendenbefragung und meinen 7 qualitativen Interviews, also den leitfadengestützten Interviews. Die waren sich schon sehr ähnlich auch in den Punkten. Also was sie auf jeden Fall, also jetzt positive Nebenwirkung, war auf jeden Fall, dass die Mitarbeitendenzufriedenheit gestiegen ist. Also das haben wirklich alle gesagt, dass halt einfach dieses große Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf jeden Fall sich zu teilen erleichtert hat. Es gab natürlich auch da, wie immer, auch Unterschiede im Sinne von, okay, vielleicht ist es jetzt dann aber auch nervig, wenn die Kinder im Hintergrund sind, aber dass es jetzt halt einfach notwendiges Übel ist. Das war auch immer das, also das war immer noch so unter diesen Notsituationen geprimed. Also das war immer noch dieses, ah, okay, wir tolerieren das jetzt. Und ich finde es spannend, weil ich ja auf der anderen Seite schon auch beobachtet habe, dass eigentlich gerade so in dieser Notsituation standen gerade die Familien ja unter einer total starken Belastung, ne? Also weil ja auch die Kinderbetreuung weggefallen ist und eben diese Konstellation zustande gekommen ist, dass plötzlich beides zusammen im gleichen Haus stattgefunden hat. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn wir jetzt in die Normalität gehen, die Kinder unter Umständen in Betreuung sind und man trotzdem die Möglichkeit hat, flexibel zu arbeiten. Deswegen finde ich das spannend, dass die Beobachtung trotzdem war, dass, also so wie ich das jetzt verstehe, ist es vielleicht einfach eine Wertschätzung auch dafür gewesen, dass alle flexibel mit der Notsituation umgegangen sind, so, und jeder versucht hat, sie irgendwie bestmöglich mit seinem Beitrag zu bewältigen. Ja, genau. Ich glaube, deswegen habe ich das noch mit der Notsituation nochmal gesagt, dass es halt in diesem Rahmen oder in diesem Setting halt das bestmögliche Ergebnis war und dass man aber auch, also dass auch viele, weil das war ja schon auch dann, sagen wir mal, ein Zeitraum, also weil ich ja auch retrospektiv geschaut habe, von fast 1,5 Jahren dann, den sich die Führungskräfte auch mit, es gab ja auch, ich habe so auch verschiedene Phasen rausgearbeitet, am Anfang so eine Anfangsphase, dann kam eine Orientierungsphase, also dass man quasi in den unterschiedlichen Wellen auch so ein bisschen gehen konnte, dann werden wieder alle zurück ins Büro beordert und dann immer so ein, also Ping-Pong-Spiel vielleicht auch ein bisschen, und dass quasi trotzdem die Produktivität, wenn man sich halt an seinem Arbeitsplatz zu Hause eingerichtet hat, auch als gestiegen wahrgenommen hat, beispielsweise als positiven Effekt. Oder generell die Flexibilisierung, dass man den Menschen es möglich macht. Vielleicht ist es eigentlich das Bessere, dass die Zufriedenheit steigt dadurch, dass Menschen flexibler arbeiten können, dass sie vielleicht mehr auf ihre Bedürfnisse eingehen können. Da wären wir jetzt aber schon, wenn man jetzt von der Soziologie denkt, auch bei einem kritischen Punkt vielleicht, das wäre diese Entgrenzung, die du gerade eben auch angesprochen hast. Das heißt, wenn ich flexibler werde und bin, wann ist Arbeitszeit, also die Arbeitszeit wird schnell zur Lebenszeit und die Lebenszeit wird schnell zur Arbeitszeit. Wann ist Freizeit, wann ist Arbeitszeit oder wer bin ich wann? Kann man nicht mehr so klare Grenzen eben setzen. Und das war zum Beispiel auch was sie sehr negativ, sage ich mal, dargestellt haben, dass es schwierig war,
den Menschen so Grenzen zu setzen, okay, du bist jetzt zwar flexibel, aber eigentlich möchte ich nicht, dass du bis um 2 Uhr nachts arbeitest und mir da E-Mails schickst, also so vom ja, wie sagt man das, vom Arbeitsschutz halt auch gesehen. Mhm. Oder halt auch Ergonomie oder dass man halt Menschen, die viel arbeiten, dass die noch mehr arbeiten. Mhm. Weil dadurch, dass ja auch die regelmäßigen Teammeetings oder dass man das auch ein bisschen mehr, also ne, da wären wir wieder bei der Steuerung, wenn jemanden im Büro sieht, dann kann man sagen, hey, du warst jetzt eine Woche immer mega lange da, willst du nicht einfach früher gehen? Und so musste man halt viel mehr Aufwand einfach auch betreiben, also jetzt aus der Führungsperspektive gesehen, zu wissen, okay, was machen meine Mitarbeitenden? Also das wäre ja vielleicht schon wieder ein bisschen so ein anderer Aspekt einfach. Also das wären wir jetzt schon bei der Führung als Nebenwirkung, sage ich mal, dass die sich einfach verändert hat. Wie muss ich mit meinen Mitarbeitenden umgehen? Genau, also ich glaube, dass so, wo die meiste Unterstützung so gewünscht war eigentlich, dass innerhalb der Organisation eine höhere Offenheit und Akzeptanz auch da ist dafür. Das heißt nicht gleich, es ist formal möglich, dass es auch umgesetzt wird in über Abteilungen hinweg und dass es auch eben Unterschiede gab zwischen den Abteilungen, was ganz klar war, dieses Gefühl von, okay, ich weiß genau, dass es in Abteilung XY geht, aber bei mir geht es nicht. Und eigentlich habe ich das gleiche Recht wie die anderen auch. Dass man halt da auch so, okay, und ich bin jetzt die Führungskraft, aber meine Führungskraft drüber sagt, ich darf das aber nicht. Die möchte alle Menschen halt Zugriff auf die haben und beordert die halt wieder zurück, gerade in dieser Entspannungsphase, von der ich vorhin gesprochen habe, wenn die Pandemiewelle wieder runtergegangen ist. Okay, also das heißt, dieses ganze Thema der Gestaltung dieses neuen Normals, wenn ich das so raushöre, gab es so ein paar Dinge, die haben sich halt einfach erstmal, natürlich in der Krisensituation, haben die sich einfach selbst organisiert gelöst. So, jeder war ausgerichtet auf einfach nur diese Krise bewältigen. Und dann gab es anscheinend ja einfach so einen Punkt, wo so eine Lücke war. Also, weil wenn du jetzt sagst, die eine Führungskraft hätte jetzt so entschieden, aber die Führungskraft darüber will das eigentlich nicht, dann war da so dieser Leerraum, wo es darum ging, wir müssen neue formale Regeln schaffen. Wir müssen diskutieren darüber, was wir setzen wollen, was lange Jahre galt und jetzt nicht mehr gilt und müssen das formal festlegen. Mhm. Also ich glaube, da muss man eine Differenzierung machen, weil die Dienstvereinbarung, die gab es seit 2016, dass man eben flexibel arbeiten konnte. Da war einmal die also vor allem halt die Telearbeit, wo du auch so ein wirklich eingerichtetes Homeoffice eben hast. Und dann zum anderen die mobile Arbeit. Und eigentlich steht in der Dienstvereinbarung, dass du das mit deiner direkten Vorgesetzten oder dem direkten Vorgesetzten absprechen durftest. Nur jetzt wurde halt sichtbar, dass das nicht funktioniert, wenn die Hierarchieebene drüber, also quasi ein Hierarchieproblem, sagt, nö, obwohl in der Dienstvereinbarung steht, man darf es mit der direkten Führungskraft absprechen, gab es ein Vetorecht von der Nächsthöheren. Also das heißt, also ein strukturelles Problem, was da vielleicht aufgetreten ist, es war formal quasi erlaubt und die direkte Führungskraft hätte es auch genehmigt, aber die oben drüber eben nicht. Da müsste es schon. Das war tatsächlich was jetzt sozusagen sichtbar geworden ist. Vorher wurde es wahrscheinlich genau so gemacht. Also es wurde direkt mit der direkten Führungskraft wurden solche Dinge abgesprochen, als es eben noch nicht so war, dass wahrscheinlich in der Menge es aufgetreten ist. Und jetzt kam der Punkt, dass in der Menge und über Abteilungen hinweg sozusagen die Leute massiver flexibles Arbeiten eingefordert haben. Und nun plötzlich sah sich die Führungsebene über der Teilungsebene in der Situation darüber eine Entscheidung zu treffen, die sie vorher gar nicht getroffen hatte. Ja, mit der Einschränkung vielleicht, dass die formal davor eigentlich nicht genutzt, also die gab es formal, aber die wurde einfach nicht genutzt. Also das wäre vielleicht nochmal ein Schritt davor, was ich auch rausgearbeitet habe. Wie war denn die Nutzung von flexibler Arbeit davor? Und da war es eben so, das wurde halt kaum genutzt. Das heißt, diese Fragen haben sich erst gar nicht ergeben. Und wenn, wie du meintest, dann vielleicht mal eine Ausnahmesituation. Oder wenn es halt mit der, noch eins oben drüber, also mit der Ebene abgeglichen werden musste, dann waren es halt so Gründe wie, okay, Person XY hat vielleicht ihr Bein gebrochen. Und dann war das möglich. Also nur in wirklichen Ausnahmefällen und nicht, ich habe heute Vormittag Handwerker im Haus, da muss ich eigentlich nichts machen. Ich setze mich jetzt einfach an mein eingerichtetes Homeoffice und warte halt einfach, bis die fertig sind. So,
Und dann kann ich trotzdem mir den Weg auch einfach sparen. Zur Arbeit wieder zurück oder muss gucken, ach, wo hinterlege ich den Schlüssel und so. Also, genau. Okay, und wie wurde denn dann damit umgegangen, dass sozusagen sichtbar wurde, dass vorher hatte sich das ja im Prinzip, also klar, es gab formale Regeln, aber eigentlich gab es auch eine informale Praktik, nämlich, dass man mobiles Arbeiten nur in Notfällen nutzt. Darüber waren sich eigentlich alle sozusagen informell einig. Und nun hat man also gemerkt, dass diese Erwartungen sozusagen erschüttert wurden durch die Krise. Und wie wurde dann darauf reagiert? Also zum Teil mit Rebellion. Also das heißt, dass man halt einfach den Mitarbeitenden erlaubt hat, im Homeoffice zu sein. Das war ja auch abteilungsübergreifend sehr unterschiedlich. Also es gab auch welche, die haben schon davor super viel damit gearbeitet und waren irgendwie auch happy. Und da war es gar nicht so eine große Umstellung. Aber in manchen Abteilungen eben, wo man noch nicht damit gearbeitet hatte oder das halt von der Führungskraft oben drüber nicht so gern gesehen war, war es halt komplett neu. Und das war halt einfach auch nochmal so einfach ein Unterschied. Auch generell, was die Voraussetzungen anging, sowohl Kompetenzen, habe ich damit schon mal gearbeitet oder nicht, dann natürlich der Tätigkeitsbereich, aber auch die technischen Voraussetzungen. Also da gab es innerhalb der Organisation so extreme Unterschiede. Die eine Führungskraft musste halt dafür kämpfen, dass sie überhaupt ein Telefon für ihre Mitarbeitenden bekommt oder die andere, da war klar, okay, ja, jetzt ist so und jetzt morgen arbeitet ihr halt alle einfach im Homeoffice. Was innerhalb einer Organisation, deswegen haben auch ganz viele Führungskräfte genannt, ja, also da muss ich wirklich was tun oder was brauchen wir als Unterstützung, halt eine einheitliche Aussage darüber, wie wir damit umgehen wollen. Also die Organisationskultur muss sich irgendwie nochmal neu formen, wenn wir über solche Themen sprechen. Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir zukünftig arbeiten? Das wäre vielleicht auch schon eine Überleitung zu den Gestaltungsaufgaben, die ich dann quasi abgeleitet habe, die für die Organisation wichtig wären, wenn sie in der Zukunft mobile Arbeit eben nutzen möchten oder vermehrt nutzen möchten. Also was waren denn so deine Ableitungen aus dem, was du beobachtet hast für die Zukunft? Zum einen, wie ich gerade eben schon gesagt habe, war eigentlich, dass es halt gleiche technische Voraussetzungen für alle Mitarbeitenden geben sollte. Also das heißt, das war halt wirklich ganz wild von, okay, manche bekommen ihren PC gestellt, manche müssen ihren eigenen benutzen. Also, dass es da wirklich große Unterschiede gab. Auch wie gut ist die WLAN-Verbindung zu Hause, ne? Also, dann hast du ein Team und bei den einen läuft super und einer hat halt gar kein WLAN vielleicht, ne? Also, eine Führungskraft hat tatsächlich auch berichtet, dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass dann diese Person, die war schon, also gibt's vielleicht auch einen Generationsunterschied, die war einfach schon älter und die hatte das einfach alles nicht. Die hatte weder einen eigenen PC, weil sie immer einen bei der Arbeit hatte, noch hatte sie halt einen WLAN-Zugang. Und dann muss man ja schauen, wie kriege ich die trotzdem ins Boot? Weil ich kann die ja nicht einfach zu Hause sitzen lassen und ab und zu mal mit ihr telefonieren, weil die braucht ja auch diesen Anschluss. Also der eine Punkt wäre auf jeden Fall, diese gleichen Voraussetzungen zu schaffen, überhaupt mobil zu arbeiten, also die Infrastruktur, die dafür eben nötig ist. Ja, wobei da muss man ja sagen, das ist ja so ein bisschen ein hehres Ziel, gleiche Voraussetzungen zu schaffen, weil es gibt ja bestimmte Dinge, auf die hat die Organisation keinen Einfluss. Also zum Beispiel das Thema WLAN und Bandbreite in bestimmten Gegenden. Zum Beispiel Wohnungssituation, Wohnungsgröße, geschützte Räume und so weiter. Das sind ja so Dinge, da kann die Organisation nicht eingreifen. Und die Frage ist dann natürlich schon, wie man damit umgeht. Zusammengefasst war das halt auch, was viele Führungskräfte gesagt haben. Und im Prinzip, was ich als Gestaltungsaufgabe da vor allem wahrnehme, ist halt, dass wenn du weißt, dass eine deiner Mitarbeitenden oder generell die Mitarbeitenden, eine hat zum Beispiel kein PC oder die Mittel nicht dazu, dass du da halt Gleichheit schaffst. Also, dass es nicht im Endeffekt daran scheitert. Also, das ist vielleicht dann auch wieder rückführend auf die Organisationskultur oder Unternehmenskultur bezogen, dass es einfach, sagen wir, ein gemeinsamer Wert ist, dass alle Menschen gleichwertig, also arbeitsfähig vielleicht auch sind. Also dass es halt aber nicht per se einfach sagt, ja, du hast jetzt halt keinen PC und deswegen gibt's jetzt halt keinen oder du musst dir halt selber einkaufen, sondern dass man vielleicht auch wirklich berücksichtigt, kann die Person sich überhaupt einen PC leisten, wenn wir jetzt alle im Homeoffice arbeiten müssen. Also da gehen wir ja wieder davon aus, die müssen im Homeoffice arbeiten und haben gar nicht die Wahl, jetzt ins Büro zu kommen. Wenn man jetzt zukunftsperspektivisch denkt, wenn man jetzt nur noch eine Quote von 50% festen Arbeitsplätzen hat und sonst Desk-Sharing-Plätzen, muss man natürlich schauen,
wenn das im Arbeitsvertrag drinsteht, muss ich dafür sorgen, dass die Person einen PC hat, weil, also ich verlange von, also ich sage ihr, du hast keinen festen Arbeitsplatz. Das heißt, du musst dich zu Hause einrichten, musst vielleicht auch die Gerätschaften, wenn du einen zweiten Bildschirm willst, aber es muss so eine minimale Grundausstattung geben, dass du halt, ja, dieses Desk-Sharing überhaupt möglich wird, sage ich jetzt mal. Das ist dann tatsächlich so eine Rechenaufgabe, ne? Ob das jetzt wirklich so ist, dass faktisch würden alle Mitarbeitenden zur gleichen Zeit kommen, dann Arbeitsplätze fehlen, was bedeutet, sie sind dann sozusagen gezwungen, ins Homeoffice zu gehen und dann, wie ist das dann da entsprechend ausgestattet? Denn eigentlich ist natürlich der Arbeitgeber verpflichtet, einen ergonomischen Arbeitsplatz für Büroarbeitende zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation und, glaube ich, der Punkt, wo sich am meisten drüber streiten lässt, wie viel mobiles Arbeiten macht man möglich, um nicht in die Situation zu kommen, beides ausstatten zu müssen, den ergonomischen Arbeitsplatz in einem Büro und den zu Hause. So. Ja, genau. Also ich glaube, dass es auch eines der Punkte war, die Führungskräfte auch oft betont haben. Also Ergonomie, dass sie darüber geklagt haben, sie wissen nicht, wie ihre Leute da sitzen, am Schreibtisch oder am Küchentisch, irgendwie am Couchtisch von übergebeugt. Also dass man da auch natürlich keinen Einfluss darüber hat und das natürlich auch eine Wahlfreiheit bedeutet. Also dass diese Flexibilisierung bedeutet, okay, du musst dann als, ne, also das ist ja so eine vielleicht Diffusion von Verantwortung auch. Du absolut, gibst dann die Verantwortung an deine Mitarbeitenden, auch dafür zu sorgen, hey, du arbeitest da 8 Stunden oder ja, so gehen wir jetzt mal vom normalen Arbeitstag aus, du arbeitest da 8 Stunden, du weißt, dass du da viel sitzt, was kannst du tun? Also das irgendwie die Menschen auch in diese Selbstorganisation beziehungsweise Eigenverantwortung zu entlassen. Ne? Also das erhöht natürlich auch den Druck vielleicht. Oh, okay, da muss ich jetzt ausstatten, wie du vorhin meintest. Ich habe vielleicht gar nicht die Möglichkeit, einen Raum zu haben. Da, zum Beispiel Thema Datenschutz. Also in manchen Abteilungen war das bei den Führungskräften Thema. Die haben eigentlich sensible Daten, die mit nach Hause nehmen. Die dürfen eigentlich nicht offen rumliegen. Das heißt, es muss ein abschließbarer Schrank halt da sein. Und wenn man dir nicht, also, und das muss man auch gewährleisten. Aber das kann man in dem Sinne ja, konnte man jetzt in der Pandemie natürlich nicht kontrollieren. Das war alles noch unter diesem Ausnahmezustand. Aber wenn es jetzt halt in die, also, sprechen wir allgemein von der Infrastruktur, wäre das zum Beispiel auch was, dass man halt schauen muss, okay, wer ist jetzt dafür verantwortlich? Ist es der Mitarbeitende, der zu Hause arbeiten will, der muss dafür sorgen, dass er einen abschließbaren Schrank hat? Oder hat die Fürsorgepflicht in dem Sinne für die Daten, für diese sensiblen Daten immer noch die Organisation? Also das, also wie du schon meintest, das ist total eine Abwägung und das ist auch, glaube ich, nicht geklärt, sondern das ist halt, sind einfach noch ganz viele offene Fragen. Absolut. Das ist tatsächlich, ich glaube, deswegen ist auch so dieser Riesen, weswegen das so ein großes Thema ist, auch immer noch 2023 ist, dass halt wirklich an so vielen Dingen, die gesetzt waren, nur durch dieses gemeinsame Büro gerüttelt wurde und so viele Dinge sich neu sortieren müssen und neue Antworten gefunden werden müssen auf teilweise Fragen, die wir noch nicht mal vorher gestellt haben, so, ne? Ja, total. Ja. Also ich glaube, das ist einfach so wirklich, wie du meintest, so einmal dran gerüttelt an, wie wir davor gearbeitet haben. Und jetzt natürlich auch die Möglichkeit oder die Option, wie wollen wir denn zukünftig arbeiten? Und da wirklich auch nochmal hinzugucken, okay, was gibt's denn vielleicht da für ethische Bedenken vielleicht auch, wenn wir Arbeit uns anschauen? Warum arbeiten wir eigentlich so, wie wir arbeiten? Was hat das denn vielleicht für einen historischen Kontext? Wir durchlaufen Sozialisationsprozess und für alles ist irgendwie normal, ach ja, dann arbeite ich 8 Stunden und das ist halt so das vorgegebene Leben, weil wir das schon so lange so machen. Aber woher kommt es überhaupt? Also, dass wir arbeiten, um zu konsumieren und das ist das große Feld der Arbeit, ganz vielen Facetten und man kann ständig rein und raus zoomen und unterschiedliche Komplexität aufmachen und die großen Fragen des Lebens sozusagen da reinwerfen und gesellschaftliche Fragen und dann muss man halt trotzdem, damit man wieder ins Handeln kommt, auch wieder reinzoomen und gucken, was jetzt konkret das für eine einzelne Organisation oder auch für den einzelnen Menschen bedeutet. Ja, total. Also auch gerade diese ganzen wirtschaftsethischen Fragen. Was bedeutet es denn, wenn sich Führung ändert oder wenn jetzt Menschen mehr selbstorganisiert arbeiten müssen? Ist also immer so dieser Balanceakt auch zwischen jetzt... Ja, müssen oder dürfen, das ist ja auch nochmal die genau, Frage. Genau, das wäre die Frage, natürlich auch, aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass man sagt, okay, es gibt jetzt halt nur noch 50% Arbeitsplätze, es ist klar, es werden jetzt auch immer mehr Remote-Stellen ausgeschrieben.
Also ich zum Beispiel in meinem Freundeskreis im Persönlichen habe viele, die sich auf eine Stelle beworben hat, die hatte keinen festen Arbeitsplatz, sondern es war von Anfang an klar, dass diese Stelle remote sein wird. Also dass es keinen festen Ort gibt, dass die zwar angebunden sind, aber an ein Team, aber das ist jetzt keine, ja, wie gesagt, kein Raum, keinen analogen Raum jetzt quasi gibt. Mhm. Und dass es auf der einen Seite verändert ist, das Arbeiten in der Organisation, auf der anderen Seite verändert es auch unser soziales Miteinander. Denn für eine lange Zeit waren ja Arbeitskollegen auch irgendwie soziales Umfeld. Mhm. Und in dem Moment, wo wir das jetzt nicht mehr haben, wo es so diesen sozialen Kit vielleicht nicht mehr in der Stärke gibt, dadurch, dass man remote arbeitet, verändert sich auch da was dafür, wie sich unser gesellschaftliches Leben dadurch gestaltet. Mhm. So, ja. Das ist eigentlich auch total spannend, weil wenn man in einem sozialen Gefüge arbeitet, darüber definieren wir auch voll oft, ja, Werte oder Normen werden dadurch, also so normative Regeln ja auch. Und ich glaube, dass oft ja jetzt auch gesagt wurde, dass Werte jetzt vielleicht so die Lösung sind auf diese ganzen Herausforderungen. Wir brauchen jetzt einfach mehr Werte. Aber wenn wir nicht mehr sozial eingebettet sind, können wir, also es ist schwerer, gemeinsame Werte vielleicht auch zu definieren oder auch irgendwie sich da auf was zu einigen, weil das bedeutet ja natürlich auch immer, dass man irgendwo eingebettet ist und sich gegenseitig versteht und darauf einigt. Also vielleicht muss man auch die Werte, die wir jetzt die ganze Zeit haben, also dass man da als Lösung drüber spricht, vielleicht brauchen Werte auch nochmal eine Transformation. Ich meine, wenn wir jetzt von Remote-Arbeit als so ein bisschen Verstärker von schon Vorhandenem ausgehen, würde ich sagen, also ich glaube nicht, dass das davor nicht da war und dass es jetzt neu, also ganz neu kam, sondern dass es jetzt halt, wie gesagt, einfach auch ein bisschen sichtbarer wurde oder dass man sich vielleicht auch jetzt mehr aussuchen konnte, mit wem möchte ich denn jetzt überhaupt Kontakt haben? Also dass dieses Teamgefüge an sich aufrechtzuerhalten, das war auch was die Führungskräfte gesagt haben, dass das Team zusammenzuhalten teilweise schwieriger war, in manchen Abteilungen vielleicht nicht, aber in manchen auf jeden Fall, weil sich dann rauskristallisiert hat, Kollege XY arbeitet eigentlich gerne mit ZA zusammen und die kommunizieren jetzt die ganze Zeit, aber Kollegin B, die ist nie involviert. Die wird einfach außen vor gelassen, die kriegt die Informationen nicht, das wäre zum Beispiel auch noch ein Problem, also Informationsfluss, wie generiert man in der Remote-Arbeit einen guten Informationsfluss, ohne dass das komplette E-Mail-Postfach platzt, also dass man auch unnötige Informationen die ganze Zeit bekommt, also was für ein System baut man vielleicht auch da auf. Und also das habt ihr jetzt dazu, genau, habt ihr dazu im Rahmen von diesen Gestaltungsideen auch Ideen entwickelt, wie sowas wie Wissens- oder Informationsfluss verbessert werden kann? Genau, also ich glaube, dass das halt irgendwie diesen Raum, also ich habe das jetzt benannt als Raum und Zeit einfach schaffen für Experimentierräume auch teilweise, also dass man halt schauen muss, okay, was funktioniert für bestimmte Organisationseinheiten oder Abteilungen auch. Also man kann jetzt, glaube ich, in so einer großen Organisation auch nicht so richtig pauschalisieren. Ihr müsst über das, weil es gibt bestimmte Abteilungen, jetzt gerade bei meinem Fallbeispiel, da musstest du einfach, also hattest du davor schon viele E-Mails, weil du immer ins CC genommen wurdest zu bestimmten Themen einfach. Also das war schon davor irgendwie klar. Was dann noch dazu kam, waren jetzt halt viele Termineinladungen oder auch unnötige E-Mails, wo man sich dachte, okay, das hätte man vorher sich einfach nur im Flur rübergerufen und jetzt ist es aber eine E-Mail, das heißt, irgendwas muss ich jetzt mit der E-Mail machen. Und da dann einen Weg zu finden und auszuprobieren, okay, wenn ich jetzt nicht auf diese E-Mail reagiere, was macht es dann mit Team? Ist es wichtig, darauf zu reagieren? So eine Prioritätenliste. Welche E-Mails muss ich anschauen? Okay, zum Beispiel jetzt Kennzeichen mit Dringlichkeit. 3 Ausrufezeichen bedeutet, du musst es auf jeden Fall lesen. Weil am Ende liegt es wieder auch, also wenn die E-Mail im Postfach ist, geht die Führungskraft davon aus, dass alle das gelesen haben und informiert sind. Wenn dann rauskommt, dass eine Person das nicht gemacht hat, weil sie das für weniger wichtig gehalten hat, liegt ja die Verantwortung wieder bei dieser einen Person, anstatt strukturell zu gucken, wie können wir das vielleicht bündeln? Also da gab es auch ganz unterschiedliche Lösungsstrategien, habe ich es genannt, oder Bewältigungsstrategien, mit so einer Situation umzugehen. Gibt es vielleicht einen kleinen Informationsraum, digitalen, wo man sich einmal die Woche nochmal alle wichtigen Informationen halt zuruft? Also wirklich nur 10 Minuten, jeder sagt, okay, das ist mein Stand, das sind die wichtigsten Informationen. Ein bisschen eigentlich wie so ein Pressetermin, so ein bisschen, wo man einfach nur kurz sagt, okay, das, das, das und das. Und jetzt wisst ihr alle, und da kann auch niemand sagen, ich habe es nicht gelesen, Entschuldigung. Es waren jetzt als Beispiel eine Lösungsstrategie. Mhm.
Und wurden die Führungskräfte in irgendeiner Form dabei begleitet? Weil letztendlich war ja, also gerade auch so, wie du es beschreibst, ich finde es ganz spannend, weil du sozusagen, du hattest die Daten von den Mitarbeitenden, gesprochen hast du mit der Führungsebene direkt darüber, dann gibt's halt noch diese Führungsebene darüber. Und auf der Ebene, mit der du gesprochen hast, da lastete ja besonders viel Druck oder auch immer noch, weil die waren eigentlich in der Verantwortung, jetzt alles neu aufzustellen, mit diesen neuen Anforderungen und Bedürfnissen der Mitarbeitenden umzugehen, sich selbst unter Umständen zu hinterfragen, wie gestalte ich jetzt eigentlich Führung, und dann aber auch noch in diesem Zwiespalt zu sein, dass da drüber noch eine Ebene mit anderen Interessen waren. Das heißt, da hast du ja wahrscheinlich unter Umständen ziemlich angespannte Menschen getroffen, würde ich mal vermuten. Ja, unter anderem auf jeden Fall. Also ja, die auch sich so ein bisschen alleingelassen gefühlt haben einfach, ne? Und die auch offensichtlich auch den Austausch, also es war auch auf jeden Fall so, dass die gesagt haben, sie würden gerne sich mit anderen Führungskräften austauschen. Was für Methoden, also was für Methoden wenden die an? Was für Tools benutzen die? Also dass man da auch nochmal schaut, okay, was kann ich vielleicht von anderen lernen? Also von anderen Führungskräften, die in der gleichen Situation sind wie ich. Und ich fand es jetzt gerade nochmal spannend, weil du gerade diese Sandwich-Situation nochmal angesprochen hast von dieser Führung, also von den Führungskräften, die ich eben interviewt habe. Und ich habe das in meiner Arbeit, habe ich die als Mittlerin bezeichnet. Bartel sagt zum Beispiel auch Scharnierfunktion. Also Führungskräfte, mittleres Management haben immer eine Scharnierfunktion. Also die müssen immer vermitteln zwischen Bedürfnissen der Mitarbeitenden nach oben, nächste Hierarchieebene, und Hierarchieebene üben, über ihnen, nach unten, und natürlich auch im Blick haben, ah, was braucht denn die Organisation überhaupt? Also stimmt es noch, ist es noch auf Kurs mit dem, was ich eigentlich für diese Organisation hier, also mit welcher Rolle ich hier begleitet bin? So. Und da habe ich auf jeden Fall als einen Gestaltungspunkt rausgearbeitet, dass halt die Führungskräfte in dieser Scharnierfunktion mehr unterstützt werden müssen. Also, dass es dahingehend halt Weiterbildungen braucht und auch den Austausch, also als diese Mittlerinnen untereinander, weil man da, glaube ich, wie ich schon gemeint habe, ganz viel auch voneinander lernen kann. Also, es war auch richtig spannend über die unterschiedlichen Abteilungen, was da ausprobiert wurde. Und es wusste aber niemand. Also, die wussten nicht. Was wurde denn ausprobiert? Also, es wurde zum Beispiel ausprobiert, am Anfang hat eine Führungskraft immer noch ein Video zur Anfang der Woche gemacht. Also wirklich kurz zusammengefasst und kurz eingeführt. Eine andere Führungskraft hat eine Art Kaffeeraum immer erstellt. Das heißt, das war vorgeschaltet, weil die sind davor immer zusammen frühstücken gegangen. Also das war so das Reguläre als Team. Da hat man sich halt über Persönliches unterhalten. Und dann hat sie quasi gesagt, okay, wir brauchen das, diesen informellen Austausch. Das ist ja auch eine ganz große Baustelle, sag ich mal, dass das halt oft wegfällt oder dass es mehr Arbeit bedeutet, in einen informellen Austausch zu gehen. Und dann hat sie zum Beispiel die Kaffeepause, hat sie gesagt, hey, bitte, das ist eure Arbeitszeit, loggt euch bitte alle eine halbe Stunde vorher ein, bevor unser Showfix losgeht, und dann könnt ihr euch austauschen, wie ihr wollt. Und das wurde auch tatsächlich genutzt. Also die saßen dann da alle mit ihrem Kaffee und haben das auch genutzt. Das ist ein Video, hat die einen dann irgendwann wieder gelassen, weil sie gemerkt hat, viel zu viel Aufwand für das, dass es eigentlich dann doch nochmal wiederholt wird. Aber das war vor allem diese Unsicherheit aufzufangen, weil ja jede Woche auch was neu war am Anfang der Corona-Pandemie. Ah, was dürfen wir jetzt? Ah, wie machen wir das mit der Bürosituation? Halt auch persönlich das auffangen zu können, Sorgen und Nöte irgendwie. Dann zu zeigen, ich bin hier, wenn es irgendwas gibt. Ich bin genauso unwissend wie ihr, aber damit halt transparent auch umzugehen. Und eine andere hat tatsächlich ihre Mitarbeitenden wirklich versucht, so Schichten einzuführen, wann die anruft und persönliche Gespräche mit denen führt. Auch sagt, hey, bitte ruf doch mal Kollegin XY an, vielleicht hilft dir das ja. Also auch immer wieder dieses Animieren, jetzt tausch dich doch mal mit deinen Kolleginnen aus und so. Und in Abteilungen, wo Remote quasi schon gängiger war oder die das davor schon praktiziert hatten, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Die hatten halt schon so ihre Routinen da auch drin. Da war das irgendwie gar nicht mehr so ein großer Sprung, oder die brauchten gar nicht mehr so Lösungsstrategien, weil sie das davor halt schon so ein bisschen erprobt hatten einfach. Und bist du, jetzt ist das ja schon eine Weile her, bist du mit der Firma noch in Kontakt? Kannst du es ein bisschen nachvollziehen, was sich so weiterentwickelt hat? Vielleicht auch aus Ideen, die ihr gemeinsam euch überlegt habt? Tatsächlich muss ich sagen, dass ich gar nicht mehr so viel Kontakt dann auch im Endeffekt hatte. Also ich habe noch ein paar Mal, also ich hatte noch einmal eine Vorstellung auch und von meiner Masterarbeit, wo ich auch meine Ideen nochmal geteilt habe. Und die waren auch alle, da waren auch nochmal alle
eingeladen, die auch quasi im Personalbereich zuständig sind und eben in bestimmten Abteilungen, die das auch interessieren könnte. Also dieses Interesse war auf jeden Fall groß. Ich glaube, dass der Wunsch, dann doch wieder in Präsenz zu arbeiten, so wie ich es auch mitbekommen habe, dann bei doch vielen sehr, sehr groß war. Also das wieder in das neue Normal, sage ich jetzt mal, zu überführen. Also bei den Mitarbeitenden oder bei den Führungskräften oder bei beiden? Tatsächlich glaube ich bei beiden. Also ich habe dann auch nochmal mit zwei Mitarbeitenden gesprochen. Das war so 2 Monate später. Und die meinten auch beide nochmal, sie haben jetzt keine Lust mehr. Also sie wollen jetzt einfach wieder ins Büro kommen. Das war jetzt nett und gut. Und da aber worauf haben sie keine Lust mehr? Sie haben einfach keine Lust mehr, alles zu Hause zu haben. Also es wäre vielleicht auch wieder dieser Entgrenzungsaspekt. Der Spaziergang um die Wohnung, damit man sagt, okay, jetzt laufe ich gerade zur Arbeit, das reicht einfach nicht mehr. Also dieser Ortswechsel war dann doch, das ist ja jetzt ja überhaupt nicht, repräsentativ, wenn ich mit 2 Personen gesprochen habe. Genau, aber das war schon so ein bisschen das. Aber wo man jetzt ja auch sagen würde, okay, diese Welle, die am Anfang war, wie ich jetzt auch schon von anderen Unternehmen eben wie mitbekommen habe, dass jetzt schon auch wieder so der Wunsch besteht, wir wollen zurück. Jetzt wurden aber schon umstrukturiert, Arbeitsplätze wurden anderweitig umgestaltet. Also ob es jetzt offene Räume sind, ob es vermietet wurde, ob man die Büros einfach umgebaut hat oder ob man gesagt hat, okay, neue Mitarbeitende werden halt nur noch remote eingestellt. Und dass ich das schon so ein bisschen so, ich muss ja immer dran denken, so das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Das heißt, alle hatten den Wunsch, wir möchten jetzt gern remote arbeiten, weil das ist ja so viel Flexibilisierung. Und jetzt, wo man das kann, will man gern wieder, man will immer ja beides. Man will ja immer. Naja, vor allen Dingen, weil man ja auch die negativen Folgen jetzt erst kennengelernt hat, ne? Also das war am Anfang vielleicht attraktiv, auch einfach insbesondere, um bestimmte Dinge mit dem vielleicht Privatleben besser zu arrangieren zu können. Aber in dem Moment, wo man das ständig mischt, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Mütter und Väter, die ihre Kinder betreuen, da wahrscheinlich von Anfang an schon diesen Blick hatten, dass es nicht auf Dauer so wahnsinnig günstig ist, immer so wahnsinnig viele Dinge parallel zu haben und die Gedanken immer auf 3 Sachen gleichzeitig zu haben, sondern dass da Vorzüge drin sind, auch mal Fokuszeit zu haben, die zum Beispiel dadurch gegeben ist, dass mein Arbeitstag eben zusammenhängende Stunden hat. Das sind ja Erfahrungen, die mussten dann andere vielleicht erst noch machen. Ich habe dir ja im Vorfeld, weil ich den Zusammenhang halt auch so gesehen habe, diese Studie von Metaplan ans Herz gelegt, wie jetzt führen, weil ich halt es spannend fand, weil sie ja sich sehr, also sozusagen inhaltlich sehr mit dem Thema deiner Masterarbeit überschnitten hat und gleichzeitig aber, was daran interessant war, einfach vom Zeitraum 1 Jahr nach deiner Beobachtungsphase auch lag. Also du hast gesagt, du hast beobachtet, glaube ich, Anfang 21 bis März 21 und die Studie von Metaplan wurde im letzten Frühjahr 22 erhoben. Ich weiß nicht, ich fände es nochmal spannend von dir zu hören, erstens mal, inwieweit du sozusagen das, was dort rausgearbeitet wurde, teilst sozusagen, gleiche Beobachtungen gemacht hast, inwieweit sich vielleicht auch feststellen lässt, dass sich einfach durch die zeitliche Veränderung auch schon wieder ein bisschen andere Fragen oder andere Situationen gestellt haben und wie du das so im Zusammenhang zu deiner Arbeit bewertest. Ja, also ich fand die Studie auf jeden Fall super spannend. Weil es ja nochmal, ich habe ja nur eine Organisation mir angeschaut und da waren ja nochmal viel, viel mehr involviert, auch aus unterschiedlichen Branchen einfach. Ich muss aber sagen, dass tatsächlich gar nicht so viel Neues mit drin war. Also ich glaube, das ähnelt sich doch schon sehr alles, was so an Kernthesen auch rausgearbeitet wurde. Also ich kann gar nicht so richtig festmachen, dass es jetzt so ein über den Zeit noch so einen krassen Unterschied gegeben hätte. Also ich glaube vielleicht in dem Sinne, was ich finde ganz gut bei den Interviews auch rauskam, die ja mit unterschiedlichen Vorständen oder mit Menschen in höherer Leitungsposition geführt haben aus unterschiedlichen Unternehmen, einfach auch welche Rolle diese Dienstvereinbarungen auch führen. Das weiß ich jetzt eben von meiner Organisation auch nicht, inwieweit sich das nochmal verändert hat. Aber dass es ein ganz großes Thema ist, dass es ein kontinuierlicher Prozess einfach auch ist, die immer wieder anzupassen und zu schauen, was brauchen wir da überhaupt. Bei den anderen Sachen, gerade wenn es jetzt um den Ort geht oder Belohnung oder Selbstverständlichkeit, ich glaube, dass da ganz viel anschlussfähig ist. Also, dass irgendwie sich die Ergebnisse auf jeden Fall gegenseitig unterstützen, würde ich sagen.
Was ich ganz spannend fand, war, dass die dann nochmal zeitlich verzögert, nämlich im letzten Herbst haben sie nochmal so eine Schweizer Edition rausgegeben. Das war insofern spannend, als dass man, also das eine, was ich daran cool fand, war, dass man doch feststellen konnte, dass es so ein bisschen kulturelle Unterschiede gibt, kleine, aber schon welche, die da sind. Also zum Beispiel diese Gerechtigkeitsfrage ist so ein Thema, was das ist in Deutschland einfach sehr massiv, dass diese Frage aufgekommen ist. Und ein bisschen hast du das ja vorhin auch so angesprochen, so dieses, in der Abteilung geht's so und in unserer Abteilung geht's aber nur so. Und dass das Grund genug ist, darüber nachzudenken. Und das war in der Schweiz nicht so ausgeprägt. Aber was ich außerdem auch interessant fand, war, dass darin eigentlich rausgearbeitet wurde, dass eben doch diese zeitliche Verzögerung einfach auch nochmal so ein bisschen andere Fragen aufgeworfen hat. Und wir haben nochmal so drei weiterführende Fragen sozusagen rausgearbeitet. Das war einmal diese Frage, braucht es einen gemeinsamen Ort für die Entwicklung einer gemeinsamen Identität? Wie führt man Teams in einem hybriden Setting zur Bestleistung? Und wie sieht eine zeitgemäße Infrastruktur in Zeiten von hybrider Arbeit aus? Also tatsächlich jetzt so diese, die jetzt wirklich darauf, also Fragen, die darauf ausgerichtet sind, okay, wie gestalten wir denn jetzt? Jetzt haben wir diese Notsituation, haben wir überwunden. Wir haben auch festgestellt, dass es bestimmte grundsätzliche Fragen, zum Beispiel in Bezug auf Führung, dass die sichtbar wurden und wir damit umgehen müssen. Und jetzt gibt es halt, ist hybrid schon gesetzt als neue Normalität in den Berufen, wo das eben funktioniert. Und wie können wir da sozusagen zu guten Ergebnissen kommen? Diese Frage mit der gemeinsamen Identität, hast du darüber für dich jetzt aus deiner ganzen Beschäftigung mit hybrider Arbeit selber auch nochmal so darüber nachgedacht, was dieser gemeinsame Arbeitsort eigentlich für Unternehmen bedeutet und inwieweit der, ob es überhaupt nötig ist, diese gemeinsame Identität zu haben? Und wenn ja, ob das an den Ort gebunden ist? Ist das eine Frage, die dich auch beschäftigt? Auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall auch spannend, dass es halt vor allem jetzt nicht mehr nur um mobiles Arbeiten oder Remote irgendwie geht, sondern dass wir über hybrides Arbeiten sprechen. Das heißt, es war ja während der Corona-Situation nur teils möglich, weil eigentlich alle zu Hause waren und gesagt wurde, okay, das ist jetzt halt Arbeitsschutz und deswegen seid ihr zu Hause. Und jetzt kommt eben dieses Hybrid dazu. Das wurde in meiner Studie teilweise erwähnt, dass halt das schwierig war, weil auch Schichtbetrieb und sowas, dass es einfach manchmal nicht anders ging, dass Menschen vor Ort waren und manche zu Hause. Aber ich finde, das ist nochmal so ein neuer Aspekt. Deswegen finde ich es eigentlich voll spannend, dass es jetzt in dieser Schweizer Studie auch da nochmal so dieser Fokus und diese Frage jetzt eben nicht nur auf diese mobile Arbeit im Sinne von, okay, mobil, alle sind im, vor allem online, sondern dass es jetzt auch darum geht, okay, hybrid. Das heißt, es sind Menschen in einem Raum und es sind Menschen digital. Also, dass wir quasi zwei Räume verbinden müssen. Das wird vielleicht auch an diese Frage anschließen, die du jetzt hattest, der Ort, dass wir jetzt, also als neues Phänomen, vielleicht zwei Orte haben, die unter dem Dach der Organisation zu einem Raum oder zu einem Ort werden müssten. Das heißt, da kommt dann vielleicht eben das Thema Organisationskultur oder Unternehmenskultur nochmal mehr zum Tragen, weil die ja diesen Rahmen dafür schaffen, also diese identitätsstiftend zu sein. Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, was ist denn identitätsstiftend für eine Organisation? Entweder ist es vielleicht der Sinn oder die Vision, dass sie zum Beispiel an was arbeiten, wo alle Mitarbeitenden irgendwie mitgehen können. Oder es ist halt wirklich das Gemeinschaftsgefühl. Und ich glaube, dass der Ort, wenn man jetzt nur von Anfang an remote gearbeitet hat, der Ort, also der digitale Raum, dass der genauso identitätsstiftend sein kann, weil man natürlich dann auch in diesem Format ist. Und dass ich glaube, aber die Schwierigkeit ist, diese Überführung im hybriden Raum. Also, weil es gibt immer Menschen, die vor Ort sind und es gibt immer Menschen, die vielleicht nicht da sind. Und wie verliert man dann, das wäre jetzt halt eine Frage, wie verliert man nicht die Menschen oder wie schließt man die an den Raum, an den analogen Raum an oder darf man das überhaupt noch so in diesen Räumen, Orten denken, wie wir sie bisher hatten? Brauchst du nicht eine neue Definition von Raum, also Arbeitsraum vielleicht? Also, das wäre jetzt eine Frage oder eine These, dass es einen neuen Ort braucht, den wir definieren müssen. Den gibt es vielleicht noch gar nicht so. Und also weil du jetzt diesen Kulturbegriff da, also weil du gesagt hast, okay, es braucht dann vielleicht auch eine andere Kultur. Was meinst du denn, wie sich die Kultur überhaupt bildet? Oder also welchen Einfluss man überhaupt darauf hat? Gute Frage.
Also es gibt ja unterschiedliche Modelle, wie man Menschen, ja, man sagt ja immer so, von Betroffenen zu Beteiligten irgendwie zu machen. Und ich glaube, dass wenn man von Anfang an offen kommuniziert, wenn man Ideen hat, dass man vielleicht Plattformen schaffen muss, damit da ein Austausch oder Ideenaustausch irgendwie passieren kann, dass irgendwie Kultur gelebt wird. Und wenn es jetzt heißt, dass man einmal im Jahr zum Beispiel ein Team-Event macht oder zweimal im Jahr, wenn das dann halt alle zusammenkommen und sich sehen, oder dass es halt irgendwie, dann gibt es einmal im Jahr vielleicht den im digitalen Raum und einmal im Jahr den im analogen Raum, und dass man sich halt trotzdem noch ja verpflichtende Termine irgendwie schafft. Also müssen nicht unbedingt nur Regeltermine sein, sondern halt einfach vielleicht so besondere Termine, wo man dann sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzt und gemeinsam an der Vision arbeitet. Und ich glaube, das kann man ja sowohl online als auch als analoge arbeitende Person. Also dass man gemeinsam an was arbeitet, ob das jetzt das Weiterbringen des Unternehmens ist. Ja, und ich glaube, dass da halt die Gefahr besteht, dass wenn man das halt nicht richtig begleitet, dass halt da eine Lücke entsteht, dass sich Menschen halt, also dass es egal wird. Also dass man nicht mehr, das wäre jetzt ja auch dieses Verhalten von Menschen, dass die Fluktuation größer wird. Wenn sich für mich als individuelle Person was Besseres ergibt, werde ich diese Chance auf jeden Fall ergreifen. Und das wäre ja dann, okay, du bist nicht mehr richtig an dein Unternehmen gebunden. Und dann vielleicht auch wieder die Frage, okay, liegt es daran, dass du vielleicht nicht vor Ort bist? Und wenn du nicht vor Ort bist und du aber trotzdem eingebunden sein willst, was für neue Methoden brauchst dann vielleicht, diese Menschen trotzdem da zu haben? Also was mir gerade so durch den Kopf geht, ist halt so dieses, dass vielleicht die Frage, oder dass die Frage dahinter ja auch sein muss, okay, was macht für Menschen Sinn? Ein ganz kleines Beispiel, weil ich das gerade in einem Gespräch hatte, ist so dieses Ding, dass ich auf Verwaltungsebene mit jemand gesprochen habe, und da ging es irgendwie darum, dass halt in diesen Online-Meetings soll eigentlich immer einer ein Protokoll schreiben und keiner meldet sich freiwillig und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt so gefragt, aber was passiert denn mit diesen Protokollen? So, und kein Mensch guckt sich die an. Und dann meinte ich so, ja, es ist eigentlich ziemlich klar, dass keiner Bock hat, ein Protokoll zu schreiben, was sich kein Mensch anguckt. Also die Frage ist ja, also ich zum Beispiel, wenn in meiner Arbeit schreibe in Meetings komplett mit und visualisiere sozusagen am Bildschirm mit. Jeder sieht, was geschrieben wird. Und es gibt einen totalen Sinn dahinter zu schreiben, weil wir die ganze Zeit nachvollziehen können, an welchem Punkt wir uns gerade bewegen, über was wir schon gesprochen haben. Und hinterher gibt es dann auch noch diese Dokumentation, die ja gemeinsam entstanden ist, die für alle total wertvoll ist, weil man nochmal raufgucken kann und sich versichern kann, okay, die und die Punkte haben wir erarbeitet und die sind noch offen. Also ist dann totaler Sinn, und ich habe große Freude daran, das zu visualisieren, und habe völliges Verständnis für Menschen, die kein Protokoll schreiben wollen, was niemand liest. Und genauso ist es ja irgendwie mit dem, was du jetzt gerade, das ist jetzt so ein Mini-Beispiel, aber das, was du beschrieben hast, wenn die Leute keinen Sinn darin sehen, sich zum Beispiel in Präsenz zu treffen oder keinen Sinn darin stehen, sich an bestimmten Formaten zu beteiligen, dann ist ja die wichtigste Frage, was habe ich hier übersehen? Was muss ich eigentlich mal in den Blick nehmen, um zu verstehen, warum da dieser Sinn nicht gesehen? Also ich glaube, dass gerade um diese ganzen Fragen in Bezug auf dieses hybride Arbeiten, wo es ganz oft schwankt zwischen, ah, das sind doch persönliche Bedürfnisse und die stehen vielleicht konträr zu dem, was die Organisation will oder braucht, dass es halt sehr wichtig ist, so diese Extraschleife zu drehen, zu verstehen, was wirklich dahinter steckt. Ja, ich glaube, das hängt ja doch auch, also zum einen der Sinn, aber auch halt mit Transparenz auch nochmal zusammen, ne? Also transparent zu machen, wofür machen wir das eigentlich hier gerade? Warum arbeitest du an dem Projekt vielleicht auch? Oder also, dass man nochmal begreiflich macht oder halt nochmal, vielleicht, ja, du, wie du gesagt hast, nochmal einen Schritt zurück macht. Allein wenn es um die Dokumentation oder irgendwelche neuen Tools geht, einfach immer nochmal kritisch zu hinterfragen, warum machen wir das überhaupt? Hat es überhaupt einen Mehrwert oder digitalisieren wir jetzt nur irgendwas, weil das jetzt gerade Trend ist zu digitalisieren? Also absolut. Wirklich da auch nochmal kritisch drauf zu gucken, warum brauchen wir jetzt dieses Tool und wer braucht es? Brauchen wir das wirklich alle als Team oder braucht es vielleicht nur eine Person? Ja, welches Problem wollen wir damit eigentlich lösen? Genau, so, genau. Oder? Ich glaube, dass das wirklich nochmal sich, ja, und vielleicht ist das dann auch das, was identitätsstiftend ist, auch immer wieder den gängigen Arbeitsalltag zu hinterfragen und da vielleicht dann auch neue Ideen oder Raum zu schaffen, auch sich von Sachen zu verabschieden, wenn man merkt, hey, eigentlich bringt es niemandem was.
wollen wir so arbeiten? Also wirklich nochmal diese Frage, die dahinter liegt, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Wie wollen wir als Team arbeiten? Wie wollen wir generell auch miteinander arbeiten einfach? Mhm. Ich glaube, dass das schon auch ein großer Punkt sein kann, um dann eben auch diese Räume zu verbinden, indem man sich halt nochmal fragt, okay, wir sind jetzt Hälfte remote, Hälfte vor Ort und wie können wir jetzt gut zusammenarbeiten, dass wir irgendwie unsere eigenen Bedürfnisse da nach wie vor noch irgendwie finden, aber auch das Kollektive, weil das kann ja auch was Schönes und Verbindendes sein, wenn man gemeinsam eben an sowas arbeitet. Also wir merken schon, dass wir schon wieder von diesem Ursprungsthema gehen halt unglaublich viele Felder auf, die jetzt einfach neu diskutiert werden und wir, wie gesagt, immer noch nicht am Ende sind damit. Also ich habe das Gefühl, bei den Organisationen, in die ich komme und mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, ist es auch nach wie vor, obwohl es jetzt sozusagen seit 3 Jahren heiß diskutiert wird, immer noch ein brennendes Thema. Deswegen haben wir auch tatsächlich nochmal eine Re-Session dazu angesetzt bei Expedition Arbeit am 8.2., wo wir genau diese Fragen, die ich vorhin nochmal aufgeworfen habe aus der Studie, also dieses Thema gemeinsame Identität und dann aber auch Bestleistung unter hybriden Umständen und so weiter nochmal diskutieren würden. Also ich würde dich ja sehr herzlich einladen, daran teilzuhaben und allen Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch, da am 8.2. mit reinzuspringen und dieses Thema weiter zu diskutieren, damit wir uns vielleicht im gemeinsamen Diskurs einfach nochmal klugen Fragen und vielleicht auch ein paar neuen Antworten nähern. Fragen sind immer wichtig. Fragen helfen. Ja, also vielen Dank für die Einladung und danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir erstmal für den Moment, für die Einblicke in deine Forschungsarbeit. Sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn das, wie du vorhin meintest, nicht für die leere Schublade ist oder die Dokumentation nicht für irgendwas war, sondern wenn es eben noch anderen Leuten irgendwie eine Inspiration oder einen Impuls geben kann. Ich finde, das war auch voll das Anliegen bei meiner Masterarbeit, dass es nicht nur für mich ist und für meinen Prof, sondern tatsächlich auch noch für die Organisation selber, die dann natürlich machen kann, was sie möchte damit, aber deswegen voll schön. Ja, absolut. Also ganz vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.